Crash of the Titans. Die Arachnina. Nina Cortex persönliche Roboterrüstung. Bewaffnet mit allen nur denkbaren Waffen aus ihrem privaten Arsenal und auch ein paar neuen, die sie von ihrem Onkel geborgt hat. Die Arachnina, der Bäber. Riesige Kiefer, schrecklicher Atem und unbändige Kraft. Dieser Typ ist schlechte Laune in Person. Der Bäber. Der Bukaschmatz. Der Stink. Der Elektriki. Der Elektriki knistert vor Energie, die er aus seinen Händen strömen lassen oder direkt vom Himmel holen kann. Der Elektriki. Der Igitopus. Diese Kreatur ist Cortex, ein Monster-Rollkommando. Es kann der Wumpa-Insel jedes letzte bisschen Magie rauben und dabei noch flotte Musik machen. Der Igitopus. Der Kämpfler. Rasiermesserscharfe Kung-Fu-Clown-Kombos und die Kraft explosiver Winde. Irgendwas an dem letzten Satz klingt komisch. Der Kämpfler. Die Koalas. Diese bescheuerten kleinen Bären haben einen Hass auf alles Natürliche und lieben alles, was mit Gas betrieben wird oder viel Kohlensäure enthält. Die Koalas. Das Magmadon. Die hartschalige Haut dieses Feindes kann sogar Feuer und Lava trotzen. Ich glaube sogar, dass er gern darin badet. Das Magmadon. Der Panzerfant. Ein ganz gewöhnlicher, feuerspuckender, Mocho-getriebener Elefant mit Krebspanzer. Hier gibt es nichts zu sehen, also weiter. Der Panzerfant. Der Pukachu. Die Radnicker. Diese kleinen Kerle wurden durch Uka-Ukas Mocho und Cortex Wissenschaft erschaffen. Glücklicherweise sind sie so zerbrechlich, wie sie aussehen. Oh, ich könnte den ganzen Tag über diese Idioten weinen. Die Radnicker. Der Radzapfen. Dieser Mutant gefriert dich zu Eis und zerschmettert dich dann in Millionen Stücke. Zum Glück wirst du das nicht mehr spüren. Der Radzapfen. Der Rhino-Roller. Diese gepanzerte Bestie rollt sich zu einer Kugel zusammen und kegelt Feinde und sogar Freunde um, wenn sie ihn nur mal schräg ansehen. Der Rhino-Roller. Der Scorparilla. Hüte dich vor seinen riesigen Armen, zerquetschenden Füßen und dem langen Skorpionschwanz. Vielleicht solltest du dich überhaupt ganz von ihm fernhalten. Der Scorparilla. Der Stachler. Dieser raffinierte Kerl greift Bandicoots gern von unten an, mag kleinere Diebstähle und Liebesromane, alles sehr schlechte Angewohnheiten. Der Stecht. Diese farbenfrohe Kreatur bleibt gern auf Distanz und wirft mit rasiermesserscharfen Federn, die dich wie Butter durchschneiden. Der Stink. Dieser schwarz-weiße, Vogel hat einen mächtigen Wirkungsbereichangriff und kann konzentrierten Gestank verschießen. Der Striegel. Die Terroraffen. Uka-Uka und Cortex haben Engine-Diener gegeben, die genauso irre und in Gefahr verliebt sind wie Engine. Sie lassen gern Köpfe explodieren und lieben lange Spaziergänge am Strand. Die Terroraffen. Die Terrorzicken. Jede böse Königin braucht ein paar Drohnen, deshalb hat Nina ihre eigenen Exemplare gezüchtet. Sie sind so schlimm wie ihr Modebewusstsein und doppelt so schrill. Die Terrorzicken. Der Vampuri-Sturm. Die Voodoo-Hasis. Du darfst ihnen niemals nach Mitternacht Möhren geben, Crash. Und sie dürfen auch nicht nass werden, glaub mir. Die Voodoo-Hasis. Episode 1. Ein neuer Hüpfer. Episode 2. Eine Geschichte über das Älterwerden. Episode 3. Die Reisen einer Null. Episode 4. Tempel des Tempos. Episode 5. Die smaragdgrüne Pleite. Episode 6. Nicht ins Braune fassen. Episode 7. Clownsturm. Episode 8. Sand im Getriebe. Episode 9. Operation Größenwahn.
Episode 10. Ein Matsch zu weit. Episode 11. Schockschwere Not. Episode 12. Massenkonstruktionswaffen. Episode 13. Doombreaker. Episode 14. Stammbaum. Episode 15. Calamityville Horror. Episode 16. Von Bäumen und Stämmen. Episode 17. Dumm ist, wer Dummes tut. Episode 18. Krieg der Wirbel. Episode 19. Minority Report. Episode 20. Rache ist Blutwurst 2. Jetzt wird zurückgerecht. Toll, du machst wirklich Fortschritte. Ich hole gleich meinen Kalender heraus und notiere mir den Tag. Crash, er sieht gefährlich aus. Wenn er deinen Angriff abblockt, musst du einen Sturmangriff ausführen, um durchzukommen. Dieser Tipp könnte dir helfen. Gut gemacht, Crash. Du hast einen Überwachungsroboter der Bösewichte zerstört. Zerstör alle, um noch größere Belohnungen zu bekommen. So beeil dich doch, Crash. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sei vorsichtig, Crash. Dir fliegt noch das Gehirn weg, wenn du so weitermachst. Crash, komm schon. Reiß dich zusammen und dann los. Wir müssen ein paar Gauner zertrampeln. Drück nach einem Kinnkitzler-Uppercut die Dreiecktaste, um ihnen eine mit meinem Gesicht zu verpassen. Ich mag zwar alt sein, aber ich habe einen harten Schlag. Bitte beeil dich, Crash. Die Zeit ist knapp und wir müssen Coco retten. Uka Uka strotzt vor Evolvo-Energie, Crash. Wir müssen die Energieprojektoren zerstören, wenn wir ihn besiegen wollen. Mein Bruder ist in der Nähe, Crash. Ich spüre seine böse Magie. Sieh nur, wie sie diesen Ort verschandelt hat. Hier wird die Gemutsche auf übelste Weise missbraucht. Crash, wir müssen Coco befreien, wenn wir das Ding aufhalten wollen. Crash, du hast ein Wirbel-Upgrade freigeschaltet. Jetzt kannst du dich länger drehen, bevor dir schwindelig wird. Crash, du hast den Kinnkitzler freigeschaltet. Drück zweimal die Quadrat-Taste und dann die Dreieck-Taste, damit die Zähne nur so fliegen. Crash, dieser blaue Stein enthält wichtige Informationen. Geh auf ihn zu und drück die Kreistaste, um sie zu lesen. Wenn du auf einem Gegner bist, drück die Quadrat-Taste und die Dreieck-Taste, um anzugreifen. Drück die Kreistaste, um von der Kreatur abzusteigen. Crash, zum Gehen oder Rennen bewegst du einfach den linken Analogstick. Drück die X-Taste, um zu springen. Drück die X-Taste in der Luft erneut, um einen Doppelsprung auszuführen. Was würde ich nicht alles geben, nur um zu wissen, woran du gerade denkst, Crash? Naja, wohl eher nichts als alles. Synchronsprecher sind Helden, über die niemand spricht, aber dafür quasseln sie selbst umso mehr. Benutz den Wirbelschweber, wenn du nach einem Sprung an Distanz gewinnen willst. Zu schweben kann dich nach einem schlechten Sprung manchmal retten. Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für dich, Crash. Du brauchst mehr Chuzpe, wenn du das zerlegen willst. Wir müssen diese Türen irgendwie schließen, Crash. Dann können wir uns in Ruhe Engine widmen. Das sind nicht die Mochos, die du suchst. Weißt du was, Crash? Diese Schuhe betonen deine Augen wirklich schön. Weißt du, mein Bruder ist ein Trottel. Ich hätte da eine gute Creme, die dir helfen könnte. Mir wird langweilig, lies den Tipp doch selbst. Bohnen, Bohnen, Bohnen helfen beim Vertonen. Was war das denn? Hast du das gehört? Spring mit der Kreistaste in die Gruppe deiner Freunde und lass sie die schwierigen Teile übernehmen. Spring dann mit der Kreistaste wieder raus, wenn du bereit bist. Irgendwann wird das alles hier mal portiert. Oh nein, ich spüre meine Beine nicht mehr. Von hier ab musst du wohl allein klarkommen, Crash. Hier musst du nach links, Crash. Nach rechts, Crash. Jetzt musst du klettern, Crash. Mach hin. Weich den Minen aus, die du hier siehst. Sie verletzen dich und halten dich auf. Irgendwas hier drin hält uns zurück. Jag alles in die Luft, Crash.
Schnapp dir Tiny Crash. Er muss uns verraten, wohin sie Coco gebracht haben. Ich weiß auch nicht, Crash. Engine ist ziemlich irre und hier ist es viel zu still. Crash, Engine scheint hier Waffen zu testen. Achte auf Bomben. Einfach toll, Crash. Alle Überwachungsroboter in diesem Level sind jetzt zerstört. Gut gemacht, Crash. Du hast dein Extra-Leben eingesammelt. Mit diesem konzentrierten Mojo kann ich dich neu erschaffen, falls etwas, Unerwartetes passiert. Crash, drück die Quadrat-Taste, um etwas zu zerschmettern und magisches Mojo zu sammeln. Je mehr du sammelst, desto stärker wirst du. Benutz den Rückwärtssalto, wenn du mit einem Satz richtig hochspringen willst. In Kombination mit einem Wirbelschweber kannst du so unglaublich weit springen. Denk dran, Crash. Du hast die Kraft deines Gegners. Du kannst seinen Spezialangriff nutzen, um die Spaßvögel mühelos auszuschalten. Sammle alle Federn ein, die du siehst, um einen Temposchub zu erhalten. Damit wirst du für kurze Zeit schneller und kannst weiter springen. Crash. Führ nach deinem Luftrollenangriff einen dritten Angriff aus, indem du die Dreiecktaste drückst, sobald du nach dem zweiten Angriff gelandet bist. Beim Spielen wechseln sich die beiden Crashs bei den Herausforderungen ab, also passt gut auf und arbeite zusammen. Halte die R1-Taste gedrückt, während du auf einem Geschossgegner bist, um präzise zu zielen. Du hast es geschafft. Du hast die Wumpa-Insel und deine Schwester gerettet. Du bist ein Vorbild für alle Bandicoots. Jetzt kannst du das Spiel mit deinen neuen Fähigkeiten und Kräften nochmal spielen. Es gibt immer noch weitere Dinge zu finden und neue Kreaturen zu bekämpfen. Crash, du bist einfach zu klein, um allein gegen dieses riesige Ding etwas ausrichten zu können. Übernimm die Kontrolle über einen der Mutanten und greif damit den Boss an. Halte die R1-Taste gedrückt und benutzt den linken Analogstick, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Crash, du hast ein Gesundheits-Upgrade freigeschaltet. Jetzt kannst du auch mal einen Schlag vertragen. Na los, Crash! Spring mit der X-Taste und drück die X-Taste in der Luft erneut, um einen Doppelsprung auszuführen. Crash, dreh den linken Analogstick im Kreis und drück die Kreistaste, um einen Gegner sofort beim Absteigen zu besiegen. Diese Portale führen in den Mojo-Raum. Das ist eine Herausforderung aus reinem Mojo. Geh hinein und meistere die Herausforderung, um extra Kräfte und Belohnungen zu bekommen. Crash, diese Kreatur kann dank ihrer Klauen mühelos glattes Eis überqueren. Nutze sie, wenn du zu oft ausrutschst. Uka Uka. Mein dämlicher Bruder hat magisches Tiki Mojo mit Cortex-Wissenschaft kombiniert, um sich selbst zu mutieren. Es tut mir weh, mit so jemandem verwandt zu sein. Uka Uka. Crash. Drück die R2-Taste, um nach Herzenslust zu treten. Von hier aus musst du zu Fuß weitergehen, Crash. Aber keine Sorge, mit diesen alten Tiki-Totems holst du dir einen Teil des gestohlenen Mojos zurück, aus dem diese bösen Kreaturen geschaffen wurden. Wenn du im Koop-Modus spielst, teilen sich beide Crashs das gesammelte Mojo sowie die erhaltenen Belohnungen und Upgrades. Also, arbeitet zusammen. Sei vorsichtig, denn du teilst im Koop-Modus auch die Leben. Also solltest du alles dran setzen, am Leben zu bleiben, solange dein Freund darauf wartet, wieder am Abenteuer teilzunehmen. Sonst geht ein Leben verloren. Beachtlich, Crash. Du hast alle versteckten Figuren gefunden. Deine Kräfte müssten jetzt auf dem Höchststand sein. Crash, du hast den Norris-Schwinger freigeschaltet. Drück wiederholt die Quadrat-Taste, um die Combo fortzusetzen. Ich mag es, wie der Wind durch meine Augenhöhlen streicht. Deine Körperkraft ist wirklich enorm, Crash. Diesen Typen hast du es vollgegeben. Glatt umgehauen hast du sie. Und jetzt nichts wie weg. Crash, drück die Dreiecktaste oder halte die Dreiecktaste gedrückt, um den Angriff mit zusätzlicher Wucht aufzuladen. Crash, ich kann nur mittelstarke Angriffe abblocken, also sei vorsichtig. Drück im Koop-Modus auf dem Controller im Controlleranschluss 2 die Starttaste, um jederzeit aus dem Spiel auszusteigen. Das ist deine Chance, Crash.
Drück die Kreistaste, um ihm mit mir ins Gesicht zu schlagen und die Kontrolle über die Kreatur zu übernehmen. Hey Crash, wenn du bei deinem Angriff den richtigen Moment abpasst, kannst du Geschosse mit dem Wirbelschweber-Move zurückschlagen. Also, wie wäre es, wenn wir die Welt retten würden? Wir können aber auch einfach nur hier rumstehen. Würdest du endlich aufhören, dich am Hintern zu kratzen und irgendwas unternehmen? Ich bin absolut verblüfft, Crash. Du hast alles geschafft. Absolut alles. Jede Herausforderung, jede Gefahr. Alles, was ein junges Bandicoot erreichen kann. Ich bin sprachlos. Die vor uns liegende Straße ist lang und beschwerlich. Drück auf dem Controller in Controller-Anschluss 2 die Starttaste, um ein magisches Double von dir zu erzeugen, das mitspielen kann. Gut gemacht, Crash. Du hast ein Gleiten-Upgrade freigeschaltet. Jetzt kannst du dich auf mein Gesicht stellen und noch weiter driften. Ich wünschte, ich würde Hosen tragen. Hosen sind ja so schön. Irgendwann in diesen Jahrhunderten setze ich mich zur Ruhe und ziehe ein paar kleine Masken groß. Könntest du mal meine Nase kratzen, Crash? Ich habe keine Arme und das Jucken macht mich wahnsinnig. Ist doch toll, oder? Eine schöne Aussicht und wir haben jede Menge Zeit, um sie zu genießen, falls Cortex nicht alles in die Luft jagt. Ich erinnere mich an damals, als das alles hier noch Feld und Wiese war. Crash, diese Kreatur mag Lava, also kannst du sie benutzen, um gefahrlos Lava zu überqueren. Zieh den linken Analogstick nach hinten, um während des Driftens langsamer zu werden. Du hast einen Mojo-Multiplikator eingesammelt. Jetzt bekommst du immer für kurze Zeit Bonus-Mojo, wenn du etwas einsammelst. Ein einzelner Sprung ist nützlich, um während eines kampffeindlichen Angriffen auszuweichen. Crash, drück in der Luft wiederholt die Quadrattaste, um dich wirbelnd zu drehen und langsamer zu fallen. Crash, drück die X-Taste, wenn du auf einem Pilz landest, um richtig hochzuspringen. Lies den Bildschirmtext, wenn du Hilfe brauchst. Einen schönen Feiertag, Crash. Für diesen tollen Tag bekommst du ein besonderes Kostüm. Hey, Crash, du hast den Kreisel-Presslufthammer freigeschaltet. Dreh den linken Analogstick im Kreis und drück die Dreieck-Taste. Zieh den linken Analogstick nach hinten, drück ihn dann nach vorn und drück dabei die X-Taste, um einen Rückwärtssalto zu machen und richtig an Höhe zu gewinnen. Du hast alle Mojo-Räume geschafft. Jetzt bekommst du eine Belohnung für deine harte Arbeit. Wow, das war aber unangenehm. Ich kann dich mit meinem Tiki-Mojo zurückholen, Crash. Aber allzu oft geht das auch nicht. Abgesehen davon ist das bestimmt nicht gut für dich. Fantastisch, Crash. Du hast genügend Handlanger besiegt, um eine Medaille zu bekommen. Mit dem richtigen Timing könntest du hier hochspringen. Spring mit der X-Taste hoch, stoß dich von der Wand ab und drück erneut die X-Taste, um noch höher zu springen. Crash, du hast den Luftgrinder freigeschaltet. Lies auf dem Stein da drüben nach, wie du meinem Gesicht ein ordentliches Peeling verpassen kannst. Dieser Typ ist wie ein Schnupfen in Person. Wir können seine Kräfte nutzen, aber anfassen würde ich ihn lieber nicht. Crash, halte die R1-Taste gedrückt, damit ich feindliche Angriffe ablocke. Denk aber dran, das ist mein Gesicht, also schön aufpassen. Wenn ich jemals einen Hut tragen würde, dann einen Sombrero aus Taft mit Bommeln. Unbedingt mit Bommeln, wegen der Damen. Ob ein Zwerg wohl wächst, wenn man ihm Kunstdünger in die Schuhe tut? Drück die X-Taste, um während des Driftens zu springen. Dieser Typ ist wie ein Schnupfen und der schlimmste Brummschädel der Welt in einem. Wir können seine Kräfte nutzen, aber anfassen würde ich ihn lieber nicht. Gut gemacht, du hast ein neues Kostüm freigeschaltet. Geh ins Hauptmenü, um es anzuprobieren. Wenn ich die Mutanten übernehmen könnte, könnten wir wohl dasselbe mit Cortex riesiger Kreatur machen. Betäub ihn und dann geben wir es ihm so richtig. Dein Parfum de Körper hat es aber in sich, Crash. Vorsicht, Crash, das sieht nicht stabil aus und du willst doch nicht herunterfallen. Das hat keinen Sinn, Crash, die Barriere ist zu stark. Du brauchst mehr Kraft, um durchzukommen. Du siehst irgendwie anders aus, Crash. Oh nein. Unser Benutzer hat uns vergessen.
Versuch's weiter, Kleiner. Benutz den Luftsprung, wenn du höhere Stellen erreichen willst. Du kommst am weitesten, wenn du beim Springen den richtigen Zeitpunkt wählst. Crash, du hast einen Freipatscher erhalten. Mit diesem konzentrierten Mojo-Stoß kannst du Feinde mit einem Schlag betäuben. Geduld, Bandicoot. Du schaffst es. Crash, ich wurde gefangen, kann aber durch meine Magie mit dir reden. Mach schon und rette mich. Ist es Ironie, wenn ein Donut in ein Loch fällt? Hey, wie spannt man einen Schwachkopf auf die Folter? Na los, Bandicoot, tu was! Da draußen läuft ein Irrer frei rum und du hältst hier Maulaffenfeil. Wir sind verloren! Verloren! Ich glaube, du brauchst mehr Muskeln, um die Barriere wegzuschaffen, Crash. Crash, hier bin ich. Das rote Feld ist die Magie meines Bruders, die irgendwie an diese miesen Mutanten gebunden ist. Besieg sie alle, um die Barriere abzusenken und mich zu retten. Crash, versuch durch das Tor zu kommen. Crash, diese Kreatur ist bereits eine wandelnde Umweltkatastrophe. Sie kann durch radioaktiven Abfall laufen, ohne dass es ihr schadet. Du musst dir schon mehr Mühe geben, Crash. Pass besser auf und probier es nochmal. Das wird mir zwar ein bisschen wehtun, aber drück doch mal die X-Taste, um zu springen, und drück dann die Dreieck-Taste, um ihnen eine mit meinem Gesicht zu verpassen. Sehr gut, Crash. Jetzt hast du deine eigene Mojo-Figur. Du kannst dir die Figur im Hauptmenü ansehen. Sehr schön, Crash. Drück zuerst die Dreieck-Taste und dann erneut die Dreieck-Taste, wenn du direkt im Anschluss einen zweiten Superangriff ausführen willst. Jetzt hast du schon zwei Überwachungsroboter zerstört. Nur noch einer, dann sind die Gauner in diesem Bereich blind. Beweg den linken Analogstick oder die Richtungstasten im Kreis und drück dann die Quadrat-Taste, um einen leichten Drehangriff auszuführen. Spaß, wie aus dem Lehrbuch.